So, meine Damen und Herren, jetzt nochmal guten Morgen. Ich muss mal ein bisschen drehen, wenn da einer was schwätzt im Hintergrund, ist nichts. Musik stört nicht, aber Sie sehen schon, was es geht. Es geht um den Irrweg der Atomkraft, auch in Bezug auf Stromproduktion. Da gibt es ja auch irrgeleitete Politiker, die aus Macht- oder Kapitalgründen eben die Atomkraft weiter betreiben wollen. Nach 60 Jahren ist völlig falsch. Sie sehen, wo ich Mitglied bin, auch aus den 80er Jahren schon und wo ich die Diplomarbeit gemacht habe, genau auf dem Gebiet und bin damals ausgestiegen. Heute geht es hier um einen Schriftsatz, der mir freundlicherweise zugeschickt wird von einem Parteifreund und Parkschützer, den ich sehr schätze, der noch älter ist als ich. Darum geht es hier nicht, aber wir retten den Schlossgarten. Ich möchte einfach ein Stück vorlesen. Nach einer Minute hören Sie bitte zu. Ich hoffe, dass die Musik nicht zu laut ist und dass Sie sich ein bisschen konzentrieren können auf das, was hier gesagt wird. Und man kann sich ja dann trotzdem seine Meinung bilden und auch anderer Meinung sein als die Parkschützer. Ich zitiere, Rede von Diplom-Ingenieur Hans Heidemann, Ingenieure 22, auf der 591. Montagsdemo am 13.12.2021. Ist also nicht ganz frisch, muss S21 fertig gebaut werden, nur weil es mal begonnen wurde, Fragezeichen. Ich will Ihnen das gleich vorher sagen, es gab schon immer Großprojekte in der Menschheitsgeschichte, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht gab es auch die Investoren, die dort gedrängelt haben, oder andere, die es nicht geblickt haben. Und die dann doch noch eingestellt worden sind, aus unterschiedlichen Gründen, weil es nicht betriebswirtschaftlich war oder volkswirtschaftlich nicht abbildbar, einfach ein Irrweg war. Und so könnte es auch mit Stuttgart 21 kommen, dass man wirklich den Umstieg noch erleben. Oder auch nicht mehr. Vielleicht steht auf dem Grabstein, er war gegen Stuttgart 21. Das könnte auch sein. So, ich komme vom Thema ab. Ich zitiere, werte Mitstreiterinnen, trotz eingestandener Kostenexplosion auf 8,2 Milliarden Euro mehrjähriger Bauzeitverzögerung, vieler technischer Mängel und mannigfachen bautechnischen Schwierigkeiten wird der Weiterbau von Stuttgart 21 vorangetrieben. Was einmal begonnen wurde, müsse auch zu Ende geführt werden, so die letzte noch verbliebene Rechtfertigung des Vorhabens von Seiten der Befürworter. Muss man das wirklich? Ich kürze ein bisschen ab. Sie können das bestellen und im Internet vielleicht auch finden. Hier geht es um verschiedene Projekte im Vergleich dazu, insbesondere aus dem Bereich Atomkraft oder Kernkraft, besser gesagt. Und der Vergleich ist durchaus möglich und richtig. Der Turmbau zu Babylon steht hier, Turmbau zu Babel, so habe ich es abgespeichert, der bis in den Himmel reichen sollte und doch nie vollendet wurde. Das wird hier zitiert. Und der schnelle Brüter, ich kürze ein bisschen ab, sonst wird es zu lang. Der schnelle Brüter, auch ein totaler Irrweg, wie Sie wissen, lesen Sie nach, SNR Kalkar in Nordrhein-Westfalen. Und 1989, 3 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl, schließlich, soweit fertiggestellt war, wurde die Betriebserlaubnis versagt und so weiter. Und niemals. Heute schnelle Brüder und dann der Atomwirtschaft in ganz anderen so Flops. AKW Mülheim-Kärlich bei Koblenz und so weiter. Plan, ich verkürze hier ein bisschen. Österreich Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf. Der totale Bluff, wie Sie wissen. Und da sind Milliardenbeträge versenkt worden. Unsere Gelder, ja, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren, alter Spontispruch, aber so ist es tatsächlich. Ja. Auch mit diesem fehlgeleiteten Projekt Stuttgart 21, 8 Milliarden steht hier irgendwo, das wird wahrscheinlich nicht der letzte Spruch sein. Und dann geht es weiter mit immer mal eine Nürburgring. Der Nürburgring. Ja, der Nürburgring, Rheinland-Pfalz. Sie wissen, um was es da geht. Und ich will auch hier, Prora ist erwähnt, aus Gründen der Gleichberechtigung. Prora, das
längste Gebäude der Welt von Adolf Hitler eigentlich schon begonnen. In den 30er Jahren, das wird hier zitiert und auch wie das in der DDR-Zeit dann weitergeführt worden ist, militärisch nämlich. Da war ich schon. Das habe ich schon gesehen im Jahre 2000. Und wie das heute aussieht. Es fehlt dann der Investor. So eine Bauruine, da bräuchten Sie einen Investor, der das gut vermarkten kann und mit Tourismus. Man hat ja eine neue Brücke nach unten. Insofern ist das vielleicht gar nicht so schlecht, ob dort Hobe ist, ja. Aber ich will da gar nicht mehr hin. Ich war da schon und es reicht mir. Und hier steht, die Parallelen zu Stuttgart 21 sind vielfältig. Ich zitiere, immer geht es um das Durchsetzen unsinniger Größenwahnvorhaben mit zweifelhaften Mitteln gegen den Widerstand der betroffenen Bevölkerung und zu deren Lasten, aber stets mit Unterstützung durch willfährige Politiker, wobei sich einige Großunternehmen in unverschämter Weise die Taschen mit Geld vollstopfen, welches die Allgemeinheit aufbringen muss. Wie man sieht, ist es also keineswegs zwangsläufig, dass ein einmal begonnenes Vorhaben dann auch fertig gebaut werden muss. Wie oft schon wurde ein Vorhaben abgebrochen und aufgegeben? Das ist auch immer noch bei Stuttgart 21 möglich und sinnvoll. In diesem Sinne möchte ich mich jetzt auf das Maiwochenende konzentrieren. Hans Heidemann, persönlich bekannt, ist, kann Ihnen das nur empfehlen, nicht locker zu lassen, wenn es gesellschaftlich völlig falsch läuft. Insofern steht ja ein Wahljahr in Baden-Württemberg bevor, Kommunalwahlen im Jahre 2024, wahrscheinlich im Juni, stand im Staatsanzeiger gestern, habe ich auch gelesen. Und ich habe mir überlegt, von meinem Lebenslauf von 1984, wo ich das erste Mal kandidiert habe, bis heute, unabhängig von Parteiarithmetik, sondern was kann man noch tun? Sinnvolles, man kann natürlich in den Wald gehen jeden Tag oder sich ein Grundstück kaufen, das werde ich jetzt mal überprüfen für ein paar tausend Euro und sich dann dort aufhalten und denken, ihr könnt mich mal. Das könnte man auch machen, aber ich bin ein anderer Typ, ich möchte auch gerne was zurückgeben, was ich mein Leben lang erfahren habe und gut gelebt habe, obwohl ich jetzt mal durch eine schwierige Krankheit durchging im Sommer, das möchte ich jetzt nicht ständig wiederholen, aber was kann ich dann noch zurückgeben, vielleicht bis zur Rente oder bis zum Lebensende, sogar als Rentner, könnte man sich noch politisch engagieren. Ich möchte einen Namen erwähnen, der mir gestern bei einem Bericht aus einer Gemeinderatssitzung aus Weilerstadt bekannt wurde, nämlich Wolfgang Fischer, Gemeinderat in Weilerstadt, der aus Altersgründen jetzt nicht mehr weitermacht. Man kann praktisch aus Altersgründen dann ohne besondere Begründung, Stichhaltebegründung, gesundheitlicher oder anderer Art, rausgehen, das ist der Fall gewesen und da kommen natürlich Erinnerungen hoch an Weilerstadt, wenn hier dieser Mann, etwa 70 Jahre alt, eben dann sagt jetzt, das war's. Ne? Also 70 bin ich noch nicht, aber ich würdige das, mit diesem Namen verbinde ich einiges mit dem Jahr 2010 beginnend. Vor allen Dingen den Regierungswechsel in Baden-Württemberg. Erstens, damals waren wir Mitglied in der gleichen Partei im Übrigen, aber auch kommunalpolitische Zusammenhänge, die ich hier gar nicht mehr beleuchten will. Es ist Gras drüber gewachsen, leider. Es wächst immer über alles Gras, auch über den Turmbau zu Babel. Babylon steht hier, wächst Gras. Aber man kann trotzdem als Menschheit immer noch korrigieren und denken, was nützt wirklich uns Menschen noch, was kann ich tun für mehr Klimagerechtigkeit, für mehr Gerechtigkeit an sich, am Arbeitsplatz, für ältere Menschen, für Schüler. Wie ist es mit der Bildung und wie ist es mit der Gesundheit? Welche Personalausstattung haben wir? Das sind alles Fragen, die ich gerne im Wahlkampf im nächsten Jahr beantworten würde und ob eine Kandidatur an der einen oder anderen Stelle sinnvoll ist, das werden wir auch noch sehen, aber ich muss es nicht erzwingen, ich muss gar nichts mehr erzwingen, meine Damen und Herren,
Aber ich gucke immer auf die Uhr, deswegen gucke ich nach unten. 10 Minuten sind genug. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das gut verstanden haben, was ich gesagt habe und was ich gemeint habe. Zweitens, dass Sie sich ein schönes Wochenende machen mit viel Sonne und Bewegung und guter Ernährung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Kontakt von dem guten alten Rappi. Wo schaltet man hier aus? Hier. Tschüss.